die DNA der Kreativität. Unter diesem Motto krähte heuer der Goldene Hahn, der niederösterreichische Landeswerbepreis, der bereits zum 46. Mal verliehen wurde. In insgesamt 12 Kategorien wurden Niederösterreichs kreativste Köpfe in den Wiener Neustädter Kasematten ausgezeichnet. It's okay to be. Niederösterreichs kreativste Köpfe vor den Vorhang. In seiner bereits 46. Ausgabe krähte der Goldene Hahn, der niederösterreichische Landeswerbepreis, mit einem neuen Motto. Das Motto ist die DNA der Kreativität. Wir haben bewusst die menschliche Kreativität gewählt in Zeiten, wo die KI omnipräsent ist, weil die macht den Unterschied, ob was Durchschnitt ist oder Spitzenklasse. Und unsere Werberinnen und Werber sind Spitzenklasse in Österreich und vor allem auch in Niederösterreich. Welche Bestandteile hat denn die DNA-Kreativität? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, in unserem Fall ist die DNA unser Team. Also das Team bringt sich ein, kreiert Projekte, bringt Herzblut rein, das Ganze in Abwicklung mit Kunden. Ich denke, das ist in unserem Fall genau den Part, den es braucht, um die DNA der Kreativität herauszukehren. Ich bin überzeugt, ein Werber, der bekommt die Kreativität in seine DNA geschrieben, sprich, der kommt damit auf die Welt. Und er muss das machen, er muss die Kreativität raussprudeln lassen, muss Geschichten erzählen und andere Leute von Produkten, von Ideen überzeugen. Und heute am Abend wird das in geballter Form stattfinden und ich bin gespannt, das schauen wir uns an. Naja, Kreativität ist etwas, das muss aus sich herauskommen einerseits, ja, und vor allem, was meiner Meinung nach ganz besonders wichtig ist, ist so Leidenschaft und Herz und Seele. Ich bin sehr gespannt, wer jetzt schlussendlich Sieger wird. Wir haben ganz viele großartige Werke gesehen während der Jury-Sitzung und der Sieger hier oder die Sieger hier werden sicher durch ihre Kreativität glänzen. Ja, für uns als Nöhn ist es natürlich großartig, hier dabei zu sein. Es geht ja darum, dass man, wenn man jetzt was Kreatives macht, mit dem man Leute erreichen will, auch die entsprechenden Partner hat. Wir als Nöhn sind der beste Partner im TV-Bereich, online, Social Media und in der Zeitung. Kreative Ideen muss man immer auch erst aufs Papier bringen und dann realisieren in die Wirklichkeit. Der niederösterreichische Landeswerbepreis prämiert herausragende Werbung und steht damit für Wertschätzung kreativer Leistungen sowie für Qualität und hohe Standards in der Kommunikationsbranche. Gerade da heute bei dieser Veranstaltung vom Goldenen Hahn sieht man wirklich die Top-Unternehmen in Niederösterreich, was sie wirklich leisten können. Wir sind begeistert, vor allem für so eine tolle Idee wie die Tafel Österreich. Für so ein Projekt, was zu gewinnen, macht doppelt Spaß. Und toll, das hier vor so einer Bühne präsentieren zu können. Wir glauben dann, dass es eine tolle Arbeit ist. Und die anderen waren auch nicht so schlecht, aber haben uns sehr gefreut. Also am Ende ist es immer eine Überraschung natürlich. Ja. Erst einmal überwältigend, weil es einfach viel Arbeit ist. Es ist einfach viel Aufwand, es ist viel auch Lust an dem Projekt mit dem Kunden. Und dass sich das auszahlt, ist natürlich schön, wenn es nämlich dann auch nicht nur funktioniert für den Kunden, sondern wenn es einfach auch gesehen wird. 1, 2, 3! Ja, wir sind schwer begeistert. Also ich freue mich riesig. Es ist eine große Ehre und wir freuen uns, dass der Einsatz und unsere Kreativität irgendwie honoriert wird, dass gesehen wird und wir, ja, wunderbar, herrlich.